zu einem weiteren Video von Apple Cases. Und wie ihr es hier bereits seht, geht es auch heute wieder um ein Unboxing. Und zwar habe ich gestern Mittag ein Paket von DHL bekommen. Und ihr seht auch schon, wer das Paket geschickt hat. Und zwar handelt es sich dabei um die Internetseite getdigital.de. Und auf dieser Seite bekommt ihr ganz, ganz viele Sachen, die mit dem digitalen Leben zu tun haben. Und unter anderem führt getdigital.de auch diese sogenannten USB-Gadgets, also Geräte, die über USB an euren Mac oder eben an PCs angeschlossen werden und die dann die unterschiedlichsten Funktionen haben. Und so ein USB-Gadget ist hier drin und das packen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Ja, und das Erste, was euch jetzt hier auffällt, ist, ihr seht jetzt plötzlich hier einen Windows Vista Laptop und dabei handelt es sich um mein altes Vista Laptop und das habe ich deshalb rausgeholt, weil dieses Gadget, was mir Get Digital hier zugeschickt hat, unter anderem auch einen Treiber benötigt und ich vermute, dass das zumindest momentan nur mit Windows Vista PCs beziehungsweise insgesamt mit Vista PCs funktioniert beziehungsweise Laptops, denn ich habe im Internet keinen Treiber für Mac gefunden. Also eine Mac-Variante scheint es für den Treiber beziehungsweise man muss ja eigentlich sagen nicht für den Treiber, sondern für das Programm, was man eben benötigt, um das Ganze zu betreiben, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu geben. Aber das macht ja nichts. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt einfach mal aus. Ja. Fangen wir mal an. Ihr wisst ja, ich habe immer so meine liebe Mühe und Not mit den Paketen, wenn die aufgemacht werden müssen. Aber ich denke mal, das bekommen wir hin. So schwierig wird das nicht sein. Ich werde das jetzt einfach mal hier an den Seiten aufschneiden. Und dann denke ich mal, dass das eigentlich auch relativ schnell dann funktionieren wird. So, hier vielleicht noch. Mal schauen, ob es jetzt schon aufgeht. Ja, jetzt geht es schon auf. Und zwar reiße ich das hier oben einfach mal ab. Und dann schauen wir mal, was sich in diesem Paket befindet. Als erstes haben wir hier nochmal einen kleinen Brief mitgeliefert. Und dann jede Menge Verpackungsmaterial. Das mache ich jetzt einfach mal zur Seite. Und dann holen wir das eigentliche USB-Gadget mal raus. Und ihr seht, hier ist auch noch ein wenig Get Digital auch nochmal ein wenig was von Haribo dazugelegt, auch eine nette Idee, Haribo Goldbären. Und hier innen drin dann nochmal ein Supermagnet. Das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Der stärkste Magnet der Welt, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich denke mal, das ist einfach so ein Goodie, was dabei gelegt wird. Das legen wir aber auch zur Seite und der Karton, wie ihr seht, ist leer, den brauchen wir auch nicht mehr. Das Messer brauchen wir auch nicht mehr, legen wir auch zur Seite. Ja, und hier habt ihr dann letztlich dieses USB-Gadget. Und ihr seht hier schon den USB-Stecker, mit dem man das Ganze dann an den, ja in dem Fall muss man ja sagen, PC anschließen kann. Und dann seht ihr hier, worum es sich eigentlich handelt. Es handelt sich nämlich, ja ich sag mal, um einen kleinen Briefumschlag. Und wie ihr hier bereits sehen könnt, ist das ein USB Webmail Notifier, also quasi eine kleine Lampe, die als, ja, ich sag mal, als virtueller Briefumschlag designt ist und die quasi eine, ja, eine E-Mail signalisieren soll. Und das Besondere ist halt dabei, dass man, wenn man diese Lampe bzw. dieses USB-Gadget dann über den USB-Anschluss mit dem PC verbunden hat, dass dann ein mitgeliefertes Programm, ich glaube, das ist auf der CD hier mit dabei, die ihr jetzt ja noch nicht sehen könnt, die wir aber gleich mal rausholen werden, dann regelmäßig, ähnlich wie euer Handy oder euer Smartphone eben auch, euer E-Mail-Account überprüft. Und sobald dann eine E-Mail bei euch eingeht, dann leuchtet diese kleine Lampe hier blau auf. Und nicht nur das, sondern ihr könnt eben auch anhand anderer Farben erkennen, ob euer E-Mail-Account, was ihr eben dann über dieses Programm sozusagen autorisiert habt, eben nur wenig Mails enthält, mittel viele Mails enthält oder eben auch schon fast zum Bersten voll ist. Denn dann leuchtet dieser virtuelle Briefumschlag, wenn man so will, nämlich grün, gelb oder rot. Und das Schöne ist, ich habe das mir auf der Internetseite mal angeschaut von getdigital.de, dass ihr das eben auch alles einstellen könnt. Also ihr könnt sowohl das E-Mail-Account einstellen, das geprüft werden soll.
Ihr könnt ähnlich wie bei einem Smartphone auch einstellen, wie oft das geprüft werden soll. Also zum Beispiel alle 2 Minuten oder auch nur alle 15 Minuten. Ich glaube, das geht dann bis zu 30 Minuten hoch. Und ihr könnt eben auch dem System sagen, ab wann das Ganze eben dann für euch als voll gilt. Also ich glaube, das kann man bis zu 600 Mails dann einstellen, dass man dann sagt, okay, erst ab 600 soll es dann voll sein oder dann rot leuchten, um das zu signalisieren. Oder aber ihr sagt, nee, ich möchte eben schon, dass das Ganze rot leuchtet, wenn es nur 30 Mails sind. Also völlig variabel ist das einzustellen. Und diese ganzen Einstellungen, die funktionieren eben über dieses mitgelieferte Programm, was man eben installieren muss. Und ich habe das auch für meinen Vista-Laptop schon gemacht, weil man das auch auf der Herstellerseite, also auf, beziehungsweise nicht der Herstellerseite, sondern auf der Seite von getdigital.de schon machen kann. Dort kann man schon das Programm runterladen. Und da habe ich eben auch sofort gesehen, dass das wohl ein Programm ist, was es zumindest zur Zeit nicht für Mac gibt. Und hier seht ihr eben auch die Systemvoraussetzung. Und auch da kann man es, denke ich mal, erkennen. Hier steht nämlich drauf, dass man einen PC braucht mit mindestens einem freien USB-Port. Und man braucht eben Windows Vista oder XP mit Service Pack 2 or later, also oder später. Ja, und ich vermute ganz einfach mal, man kann das natürlich mal im Internet prüfen, dass es einfach zurzeit keinen Programm gibt, um das Ganze mit dem Mac zu betreiben, was aber gar nicht schlimm ist, denn ich habe ja auch noch einen Vista-Laptop. Und wie gesagt, getdigital.de hat mir das Ganze zum Testen zur Verfügung gestellt, wofür ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei dem Team von getdigital bedanken möchte. Ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf, damit ihr auch mal seht, was sich eben innen drin befindet. Hier ist das Ganze dann nochmal zugeklebt mit Tesafilm. Das müssen wir auf jeden Fall hier an der Seite mal lösen. Und ich hoffe, dass ich das Ganze jetzt ohne Probleme auch aufbekomme. Denn das ist ja oft so, dass gerade solche Verpackungen ziemlich gut auch verpackt sind und man das gar nicht so ohne weiteres alles abbekommt. Aber ich bin da zunächst mal noch guter Dinge, dass das funktioniert. So, hier habt ihr dann das Gerät an sich. Das hole ich auch einfach mal raus. Ihr seht, das ist hier auch nochmal mit einem Kabel verbunden. Und ich hoffe, dass das jetzt hier auch ohne Probleme rausgeht. Ja, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Man hat dann hier das USB-Kabel drin und das ging jetzt erfreulich schnell sogar. Und hier könnt ihr dann auch nochmal das sehen, was ich euch gerade gezeigt habe. Hier ist nämlich eine CD dabei und das ist das Problem eigentlich bei der Geschichte. Was heißt Problem? Also das ist quasi das, was man braucht. Das ist nämlich ein Programm, das nennt sich USB Webmail Notifier und das gibt es eben nur, und hier kann man es auch nochmal erkennen, das ist eben nur kompatibel für Windows Vista beziehungsweise XP. Ich vermute mal, dass es für Windows 7 auch läuft, aber selbst das steht hier auf der CD nicht drauf. Aber das müsste man mal ausprobieren. Nur leider habe ich keine Windows 7 Variante bei mir hier. Hier ist dann nochmal so eine kleine Funktionsbeschreibung insgesamt von diesem USB Webmail Notifier dabei. Wenn ihr so wollt, ist das hier das User Manual beziehungsweise ein kleines Handbuch. Das werde ich mir dann vielleicht mal in Ruhe anschauen, aber ich denke mal, das Ganze wird gar nicht so kompliziert sein. Installieren muss ich diese CD jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, das Ganze schon über Internet von getdigital.de in der neuesten Version runtergeladen habe. Übrigens nochmal ein Hinweis, bevor wir das Ganze jetzt hier zusammen in Betrieb nehmen. In diesem Programm, das habe ich mir gerade schon angeschaut, sind die Standard-Mail-Accounts, die ihr so im Internet führt, also Google Mail, Yahoo und so weiter, die sind alle schon voreingestellt. Ihr könnt aber sämtliche anderen POP3 E-Mail-Accounts durchaus auch benutzen und dann manuell die Einstellung vornehmen. Das Einzige, was, glaube ich, nicht geht, sind diese IMAP, heißen die, glaube ich, E-Mail-Accounts. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also der Standard, wie gesagt, diese POP3-E-Mail-Fächer funktioniert, also Outlook zum Beispiel funktioniert auch. Und da braucht ihr im Grunde genommen gar nicht viel machen, außer dass ihr eure E-Mail-Adresse eingebt und dann entsprechend das Programm, ähnlich wie ein Smartphone auch, natürlich Kontakt zu dem Server von eurem Anbieter aufnimmt und dann das Passwort geprüft wird, wie das bei einem Smartphone ja auch der Fall ist, und dann eben die entsprechenden Daten abgerufen werden. Und ich bin jetzt natürlich mal gespannt, was passiert, wenn ich diesen
USB-Stecker einfach mal hier anschließe. Denn da ich das Programm ja schon installiert habe, müsste das Ganze eigentlich sofort erkannt werden und dann vielleicht sogar sofort seine Funktion aufnehmen. Aber das werden wir jetzt zusammen testen. Ich stelle mal diesen Briefumschlag einfach so hier hin, dass ihr den auch erkennen könnt. Ich glaube, der ist jetzt so einigermaßen im Bild. Und dann schließe ich einfach dieses mitgelieferte USB-Kabel mal hier an das Laptop an und dann schauen wir mal, was passiert. Also als erstes, das könnt ihr jetzt nicht erkennen, seht ihr, dass Gerätetreiber installiert werden. Und man kann jetzt hier auch schon erkennen, ich lese das jetzt mal vor, es wurden 278 neue E-Mails gefunden und die sind jetzt in der Box. Jetzt leuchtet das Ganze allerdings noch nicht. Und da frage ich, da ist das erste Leuchten schon. Ihr seht, dass jetzt der Umschlag blau leuchtet und ihr seht, dass er jetzt auf gelb springt. Und dieses blaue Leuchten bedeutet, dass er neue E-Mails gefunden hat. Und das gelbe Leuchten bedeutet, dass er, also das Programm, der Meinung ist, dass mein E-Mail-Account ja mittelvoll ist. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles einstellen. Wenn es jetzt grün leuchten würde, dann würde das bedeuten, es sind nur wenige E-Mails drin, beziehungsweise vielleicht auch gar keine, das muss ich mir nochmal durchlesen. Und gelb bedeutet halt, dass die Anzahl der E-Mails, die ihr vielleicht auch noch nicht gelesen habt, so im mittleren Bereich liegt. Und wenn das Ganze rot leuchten würde, dann würde das bedeuten, dass gemäß den Einstellungen, dass ihm euer E-Mail-Account als voll gilt. Also spätestens dann solltet ihr mal eure E-Mails lesen. Ja, ich denke mal, das soll es jetzt erstmal auch gewesen sein. Mein Vista-Laptop möchte jetzt, dass es neu gestartet wird. Ich vermute mal, das hängt auch mit dem Anschluss dieses Gerätes zusammen. Das ist für euch jetzt aber weniger interessant. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei getdigital.de bedanken, dass sie mir dieses Produkt zur Verfügung gestellt haben. Schaut euch einfach mal die Homepage von Get Digital an. Dort gibt es wirklich massenweise coole Gadgets aus dem Bereich des digitalen Lebens. Es gibt noch viele weitere andere USB-Gadgets. Es gibt aber auch zum Beispiel T-Shirts, die ihr euch bedrucken könnt mit entsprechenden Twitter-Accounts, die ihr vielleicht habt. Also das ist wirklich eine wunderbare Seite, wenn ihr vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und wenn es euch vielleicht noch darum geht, für eure Lieben irgendetwas zu finden, was eben ja im weitesten Sinne mit digitalem Leben zu tun hat. Das kann etwas für einen PC sein, das kann etwas für einen Mac sein, das kann wie gesagt etwas für den USB-Anschluss sein, aber eben auch viele weitere lustige Geschenkideen befinden sich eben auf der Seite. Und das Ganze ist in der Regel auch recht preiswert. Also ich habe mal nachgeschaut, dieses USB-Gadget würde zum Beispiel, ich meine, 14,95 Euro kosten. Und ich persönlich finde, das ist eine wirklich pfiffige Idee und eine pfiffige Geschichte. Und ich werde das bei mir auf den Schreibtisch stellen und zumindest dann benutzen, wenn ich eben meinen Vista-Laptop nochmal in der Anwendung habe. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein, damit das Video nicht noch länger wird, als es ohnehin schon geworden ist. Ich sage wie immer, ihr könnt mich natürlich abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao Leute, beziehungsweise see you! Working on it.